Das Haupthaus der Zentrale der Deutschen Bundesbank. 50 Jahre. Ui, das ist aber eine alte Kiste. Stimmt. Und was für eine? Das Haupthaus, Symbol der Stabilität, steht architekturhistorisch für die Epoche des Brutalismus. Ja, ja. Und deshalb wurde entschieden, nix mit Abrissbirne. Und willkommen... So machen wir uns zukunftssicher. Und mich. Und unsere Währung. Denn auf lange Sicht... Auf lange Sicht sind wir alle tot. Ihr vielleicht, wir aber nicht. Deshalb sorgt die Bundesbank zusammen mit anderen Notenbanken im Euroraum für die Stabilität der gemeinsamen Währung. Und da gibt es auch morgen viel zu tun. Zum Beispiel in... Finanzstabilität. Bargeldversorgung. Zahlungsverkehr. Bankenaufsicht. Oder Geldpolitik. Wie gut, dass wir hier ein starkes, motiviertes Team haben. Das ist eine Ansammlung an Leuten, die immer zusammenhalten und immer hilfsbereit sind, also sich zusammenhelfen. An zwei Standorten. Das geht effektiver. Mit einer Ein-Standort-Strategie für die Bundesbankzentrale. Konkret? Das Haupthaus wird kernsaniert. Wird ja langsam Zeit. Zudem möchten wir auf dem Gelände der Zentrale mit einem Erweiterungsbau zusätzlichen Arbeitsraum schaffen. Modern und nachhaltig. Dazu ziehen rund 2000 Beschäftigte in die Innenstadt um. Und später wieder zurück. Ui, das dauert sicher. Ich sehe den 1. August 2027. Voraussichtlich. Wir machen uns fit. So oder so oder so. So lieber nicht. Ihre Deutsche Bundesbank. Der stabilen Währung verpflichtet. Und unsere Zukunft.